Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um ein Thema, worüber wir nicht so gerne sprechen, und zwar Stürzen. Mir ist eine Sache bei meinen Stürzen jetzt aktuell aufgefallen die letzte Zeit. Wie euch vielleicht aufgefallen ist, falle ich meistens über die rechte Schulter und über den rechten Arm. Das heißt, ich mache sozusagen so eine kleine Rolle. Ich glaube, das liegt an meiner Kampfsport- und Breakdance-Vergangenheit, weil man beim Kampfsport einfach ja Fallen immer trainiert hat als Kind und beim Breakdance halt ziemlich oft gefallen ist aus irgendwelchen Moves. Und weil ich meistens mit ziemlich wenig Kratzern, wenig Blessuren aus solchen Stürzen rauskomme, zeige ich euch heute die Judo-Rolle. Aber vorher gebe ich euch noch einen Geheimtipp prinzipiell zum Stürzen. Der Geheimtipp, den ich euch vorher geben möchte, was Stürzen angeht, tragt Protektoren. Denn man kann so gut fallen, wie man will. Protektoren helfen einfach schon passiv, ohne dass du überhaupt was machen musst, außer dass du die halt anziehen musst, schon, dass du dich weniger verletzt. Aber jetzt starten wir direkt rein in das kleine Tutorial für die Judo-Rolle. Viel Spaß dabei. So Leute, jeder von euch hat wahrscheinlich schon mal irgendwie eine Judo-Rolle gesehen, aber bevor ich die euch komplett zeige, bringe ich euch die jetzt in drei verschiedenen Steps bei, plus ein Pro-Step am Ende. Und da geht es darum, dass du halt einfach lernst, diese Rolle Step by Step zu lernen, weil wenn man etwas Neues lernt und sich sofort am Anfang irgendwie wehtut, hat man keinen Bock mehr und dann hört man auf und macht nicht weiter. Deswegen starten wir ganz, ganz low und einfach. Die erste Übung ist, ihr steht einfach hier. Ich jetzt zum Beispiel bin Rechtshänder, ich rolle über die rechte Schulter. Wenn du Linkshänder bist, kannst du es gerne auch genau andersrum lernen. Ich zeige jetzt aber meine Variante für die Rechtshänder. Weil mir ist auch aufgefallen, in den Sturzvideos stürze ich tatsächlich auch immer über die rechte Schulter. So, ihr startet also hier unten am Boden, damit wir nicht direkt ganz hoch gehen müssen. Ein Bein ist aufgestellt, dann bildet ihr mit euren Händen so eine Art Dreieck. Das ist jetzt einfach nur erstmal zum Üben. Dieses Dreieck kommt auf den Boden und der Kopf kommt das Kinn zur Brust. Ohne Helm würde man das jetzt noch besser sehen, aber wir wollen ja realistisch bleiben. Und leicht zur Seite. Dann holt ihr ein klein bisschen Schwung und rollt einfach. Das heißt, ihr seid hier, stoßt euch gleich mit den Beinen ab und rollt. Ich zeige euch das Ganze einmal. Im Optimalfall, wenn man das mit viel Schwung macht, kann man auch direkt wieder stehen. Ich bin tatsächlich auch mal so gestürzt, dass man direkt stehen konnte. Schritt Nummer zwei ist jetzt, dass wir einen Ticken höher gehen. Wir starten nicht mehr unten in der Hocke, sondern so leicht im Squat. Gleiche Regeln wieder, Kinn nach unten, über die Schulter rollen. Hier. Und dann der letzte Schritt ist, wir gehen nach ganz oben. Am Ende des Videos gebe ich euch noch drei weitere Tipps mit zum Training an sich für das. Aber erstmal möchte ich euch einfach diese drei Levels zeigen, wie ihr das Ganze trainieren könnt und üben könnt von der Technik her. Der letzte Schritt ist, dass ihr das Ganze natürlich aus dem Stehen macht. Das heißt, wenn ihr euch sicher fühlt und das Gefühl habt schon, hey, ich muss gar nicht mehr nachdenken für das Ganze, ich mache mir da keinen Kopf drum, dann probiert ihr das Ganze aus dem Stehen. Es gelten wieder die gleichen Regeln, nur, dass ihr praktisch nicht viel Zeit habt für dieses Dreieck. Das ist nur symbolisch, dass ihr über diese Schulter rollt, und die Rotation vom Körper kommt meistens durch den Blick. So ein bisschen wie beim Mountainbike fahren, zum Beispiel auch beim Rückwärtssalto so. Über den Blick rotiert der Körper und dadurch rollt ihr. Also einmal letzter Schritt, wenn ihr die anderen gemeistert habt, macht ihr das Ganze aus dem Stehen. So, ich habe glaube ich Dreck im Auge. Das sind die drei Schritte, wie ihr das Ganze üben könnt. Jetzt möchte ich euch aber noch drei Tipps geben, wie ihr das Ganze noch besser trainieren könnt und üben könnt. Und am Ende natürlich noch eine kleine Challenge für alle, die ein bisschen mehr wollen. So, meine drei Tipps für dich. Tipp Nummer 1. Nimm dir natürlich erstmal einen weichen Boden, wenn du hast Matten. Wenn du nicht hast, eine Wiese. So ein Waldboden ist jetzt hier auch nicht verkehrt. Aber wenn man das gut geübt hat, ist es praktisch egal, was für einen Untergrund du hast. Dann kann man das einfach immer machen. Ich habe jetzt tatsächlich so meine volle Mountainbike-Montur an. Das würde ich dir tatsächlich auch empfehlen, weil mit Helm ist es tatsächlich was ganz anderes als ohne Helm. Werdet ihr, wenn ihr es übt, auch selber merken. Tipp Nummer 2.
Wenn ihr Kinder habt, übt das mit euren Kindern zusammen. Das macht den Kids auch Spaß, so zu rollen. Ich habe selber als Kind gelernt und ich glaube, das ist für die ganze Familie einfach lustig, wenn ihr gemeinsam im Garten sowas übt. Denn um das Ganze umzusetzen und später auch im Ernstfall umzusetzen, muss es intuitiv werden. Und da hilft nur, dass ihr es ganz, 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 ganz viel übt. Und das bringt nur was, wenn ihr es halt auch wirklich macht. Das heißt, desto mehr Spaß ihr dabei habt, desto besser, weil dann übt ihr das Ganze öfter. Der letzte Tipp ist, versucht, wenn ihr das übt, immer weniger darüber nachzudenken, sondern es mehr aus dem Gefühl zu machen. Denn später, wenn ihr stürzt, da dürft ihr auch nicht mehr drüber nachdenken. Das muss dann so praktisch passieren, ihr kriegt einen Impuls, zack, und ihr rollt. Das kann man zum Beispiel auch sehr gut als Partnerübung machen. Wenn ihr jemanden habt zu Hause, der gibt euch ein Kommando, zum Beispiel in die Hände klatschen und dann muss man die Rolle machen oder sowas. Das ist nur so eine kleine Idee, aber desto weniger ihr nämlich nachdenkt darüber, desto intuitiver ins Unterbewusstsein geht das Ganze und desto besser funktioniert das später auch auf dem Bike. Jetzt zeige ich euch aber noch eine kleine Challenge. Das könnt ihr auch mit Partner machen, wenn ihr aber jetzt keinen Partner habt wie ich, sondern nur euer Fahrrad dabei, dann üben wir das Ganze mit Fahrrad. Das hat sogar auch noch einen richtigen Sinn. So, und zwar legen wir das Fahrrad jetzt als kleines Hindernis hin. Es muss nicht unbedingt direkt ein Fahrrad sein, ne? Aber ich würde sagen, das passt einfach gerade ganz gut ins Thema. Ihr könnt auch gerne erstmal was anderes legen, was nicht so weh tut, wenn man da drauf fällt. Denn vielleicht habt ihr es ja gemerkt, in den Stürzen stürzt man immer schon ein Stückchen weiter voraus und man rollt nicht ganz an der Stelle. Deswegen ist es gar nicht mal so schlecht, wenn man sich ein Hindernis hinlegt, über das man drüber fallen muss oder springen, jetzt in unserem Fall. Wir nehmen jetzt das Fahrrad. Vielleicht könnt ihr mich ja auf Instagram markieren, wenn ihr das Ganze mal übt und das schon mal schafft. Man kann das Fahrrad natürlich auch noch eine ganze Fahrradlänge legen. Wir legen aber jetzt erstmal die kleine, einfachere Variante und legen es einfach nur hier quer hin. Das ist ja jetzt wirklich nicht weit, ne? Das heißt, ich versuche jetzt gleich von hier zu springen und springe einfach darüber, einfach als kleine Challenge. So Leute, das war eine kleine Challenge zum Abschluss. Ich hoffe, das kleine Video konnte euch helfen und hat euch gefallen. Ich habe es versucht, so simpel wie möglich zu erklären, ohne daraus eine große Wissenschaft zu machen. Ich hoffe, das hat funktioniert. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob es euch geholfen hat und ob ihr euch mehr solche Videos rund ums Mountainbiken wünscht, wo es nicht so direkt nur ums Fahren geht. Würde mich sehr interessieren, denn davon kann man sehr viel Gutes auch im Herbst jetzt üben, wenn demnächst die Off-Season ist. Und ich freue mich auf die nächsten Videos mit euch. Lasst gerne ein Abo da. Jede Woche 2 neue Videos Minimum. Bis dahin, macht's gut.